Freche Fragen an Pflegekräfte. Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte schon immer Krankenschwester werden. Meine Oma, die war auch Krankenschwester und die hat mich da so reingeführt und hat mir so alles gezeigt und ganz viele Geschichten auch erzählt. Ich wollte Polizistin eigentlich werden. Also nachdem ich irgendwie eine Berufsfindung für mich gefunden habe, eigentlich Polizistin, aber da waren die Strukturen damals schon sehr kompliziert und aufgrund meiner Nichtsportlichkeit war das dann nicht im Raum und dann habe ich mich doch schon für die soziale Art entschieden und bin dann erstmal Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden. Ursprünglich wollte ich mal zur Polizei. Dann habe ich, Anfang der 90er aus der Schule raus überlegt und dann dachte ich, es wäre eine gute Idee, Kaufmann zu werden. Habe das auch gemacht, die 3 Jahre, und habe noch ein bisschen gearbeitet als Kaufmann, habe aber schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding und habe dann nochmal eine Ausbildung angehangen als Krankenpfleger und das war das. Als Kind wollte ich tatsächlich immer Pilot werden. Bis ich dann, 12, 13 war, wollte ich tatsächlich wirklich Krankenpfleger werden. Das war so relativ unbewusst dann.